Präsident Lula ist kurz nach diesen chaotischen Szenen in die Hauptstadt Brasilia zurückgekommen und hat den ganzen Montag lang im Präsidentenpalast gearbeitet und sich mit Vertretern aller brasilianischen Bundesstaaten abgesprochen. Im obersten Gerichtshof hielt er eine kurze Rede, in der er den von Protestierenden begangenen sogenannten Terrorakt verurteilte und in der er allen Involvierten strenge Strafen androhte. And promising swift and severe punishment to those involved. Lula, who also attempted to convey a message that Lula versuchte zwar zu vermitteln, dass die öffentliche Ordnung in Brasilien wiederhergestellt sei, doch am Montag brachen weitere Proteste in anderen Landesteilen aus, unter anderem in der größten Stadt São Paulo und in Rio de Janeiro, nachdem die Protestcamps aufgelöst worden waren. Following the dismantling of those sit-in protests, signaling, of course, that things will be very difficult for authorities here going forward. Behörden werden es schwer haben, da das Land tief gespalten ist. Die Brasilianerinnen und Brasilianer zusammenzuführen, wird deutlich schwieriger als das große Aufräumen, mit dem hier in Brasilia bereits begonnen wurde. Already started here in Brazil's capital. Annelies Borges from Brasilia for Euronews.